Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, um gemeinsam das wichtigste Buch neben der bekannten Bhagavad Gita des Vaishnavatums zu studieren. Und jeden Morgen treffen wir uns hier um 8 Uhr. Falls ihr live dabei sein wollt, checkt gerne die Videobeschreibung in der Infobox aus. Und dort könnt ihr dann euch den leichten Zugang verschaffen, hier teilzunehmen. Und Saraswati, ich mache dich mal zum Co-Host, falls da noch Besucher nachträglich dazustoßen. So, und wir sind heute wieder im Kartik-Modus. Der schöne Monat Damodar, den haben wir jetzt seit, Moment, Sonntag, Montag, Dienstag, seit 4 Tagen. Ist das jetzt der 4. Tag? Sehe ich das richtig? Der 4. Kartik-Tag? Ja? Ja, ist richtig. Ist richtig, ne? Genau, und wir fahren trotzdem weiter fort, ganz gewöhnlich oder üblich, transzendental gewöhnlich mit dem Srimad Bhagavatam, weil ich bin süchtig geworden. Ich kann jetzt nicht andere Sachen einfach lesen, aber wir wollen natürlich am Ende uns ein bisschen Zeit reservieren, um aus dem Damodara Ashtaka etwas noch zu singen. Ja, also bleibt dran, alle Kartik-Freunde, bleibt bitte dran. Auch ihr kommt an die Reihe. Und wir haben heute den 26. Vers. Wir stecken tief in der Erläuterung und werden dort einfach weiter fortfahren mit. Ja. Und bevor wir das machen, chanten wir ein paar glückverheißende Mantras, die wir immer chanten, um glückverheißende Gebete, um glückverheißende Umstände herbeizu. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya narang chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udhirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashtaprayeshvabhatreshu Nityam Bhagavatasevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavatinaishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Herzlichen Dank. Und wir gehen schnurstracks zu unserem Vers. Es ist auf Seite 104 bzw. 105, falls ihr ein echtes Srimad Bhagavatam habt aus Papier und Karton. Und wir stecken in der Erläuterung. Wir fangen an mit die abgesonderten Teile. Und ich blende euch das auch mal ein. Und Lise, vielleicht magst du das lesen. Ich blende es dir auch hier am Bildschirm ein, wie du möchtest. Gerne. Also ich hab's auch live und in Farbe vor mir. Gut.
Okay. Let's go. Die abgesonderten Teile nehmen, an den materiellen Kräften gemessen, verschiedene Positionen ein. Einige von ihnen sind Kala Bhairava, Smashana Bhairava, Shani, Mahakali und Chandika. Diese Halbgötter werden meist von denen verehrt, die den niedrigsten Stufen angehören und sich in der Erscheinungsweise der Dunkelheit und Unwissenheit befinden. Andere, die sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befinden und von den Verlangen nach materiellem Genuss getrieben werden, verehren Halbgötter wie Brahma, Shiva, Surya, Ganesha und viele ähnliche Gottheiten. Doch diejenigen, die sich wirklich in der Erscheinungsweise der Tugend, in Klammern Sattva-Gun, der materiellen Natur befinden, verehren nur die Vishnu-Tattvas. Die Vishnu-Tattvas haben verschiedene Namen und Formen wie Narayan, Damodar, Vamana, Govinda und Adyoksha-ja. Genau. Die qualifizierten Brahmanas verehren die Vishnu-Tattvas in der Form des Shalagram-Shila und so verehren im Allgemeinen auch die Angehörigen der höheren Kasten wie die Kshatriyas und Vaishyas die Vishnu-Tattvas. Hochqualifizierte Brahmanas. Lise, ganz kurz mal. Wir machen hier einen kurzen Zwischenstopp. Also, um mal kurz zu schauen, was ist hier passiert. Und ja, was hier beschrieben wird, ist, dass die Menschen, zumindest Menschen, die sich ernsthaft einer Verehrung zuwenden, sie werden in drei Gruppen unterteilt. Und zwar Menschen, die sich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit befinden, Menschen, die sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befinden und die sich in Tugend befinden. Und alle, wie wir hier sehen, haben ein unterschiedliches Objekt der Verehrung. Das heißt zum Beispiel, dass Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, in Tamoguna, dazu neigen, Gottheiten zu verehren, die hier auch namentlich genannt werden. Kala Bhairava, Smashana Bhairava, Shani, Mahakali und Chandika. Und jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere fragen, wer ist denn damit gemeint? Und interessanterweise sind das alles Namen von der Göttin Durga, die Frau Shivas. Und die Frau Shivas kann eben auch bestimmte Formen annehmen. Das erfahren wir auch aus dem 10. Kanto in der Geschichte, wo Krishna im Verlies von Kamsa, also im Kerker, erscheint und dann herausgeschmuggelt wird von seinem Vater Vasudev nach Vrindavan, also nach Gokula gebracht wird. Und als dann Vasudev wieder zurückkommt und sich also wieder freiwillig einkerkert, sich die Handschellen wieder anlegt, kommt dann irgendwann der Kamsa herbeigestürmt, weil er ein Babygeschrei hört oder ihm wurde Bescheid gesagt, da ist ein Baby gekommen im Kerker und er stürmt rein. Und was passiert ist, der Vasudeva hat die beiden Kinder vertauscht. Dieses Kind, das da im Bett von Yashoda lag, das hat er stattdessen mitgenommen und den Krishna da liegen lassen. Und dieses Baby hat dann angefangen zu schreien und Kamsa kam hereingestürmt und hatte nur eins im Sinn, dieses Kind so schnell wie möglich zu töten, um sich selbst vor der Gefahr zu schützen, dann, wie es in der Prophezeiung hieß, Opfer des achten Kindes von Devaki und Vasudeva zu sein. Und in dem Moment, wo er das Kind nahm und grausam gegen die Felswand der Palast- oder der Kerkermauer schlagen wollte, schlüpfte dieses Kind, dieses kleine Säugling ihm aus den Händen und offenbarte eine göttliche Form. Und das war die Form von Durga oder auch Kali mit langem A, Kali. Wir sagen manchmal, im Kali-Yuga ist das richtig schlimm. Aber eigentlich ist das nicht korrekt. Für einen Sanskrit-Pandit
ein Sanskrit-Professor, der würde da jedes Mal so ein bisschen zusammenschrecken. Das heißt Kali. Das ist ein kurzes A. Kali. Und Kali ist die Göttin. Und Kali ist das Kali-Yuga. Das wird von einer Person, die Kali heißt, wird das beherrscht. Aber diese Göttin, sie erschien mit 8 Armen und hatte auch 8 Waffen. Und es wird beschrieben, also in dieser Form sah die Göttin wohl noch ganz angenehm aus, ist zumindest für die Vaishnavas. Der Kamsa bekam schon richtig Angst vor dieser furchterregenden Erscheinung. Und es gibt manchmal auch Momente, wo diese Göttin Kali noch schrecklicher, noch furchterregender aussieht. Also da gibt es auch Bilder, wenn man in so einen indischen Basar geht und ein bisschen da in gewissen Abteilungen herumstöbert, so wo so Gottheiten und Poster dann angeboten werden, dann kann es passieren, dass man dann auch auf solche Bilder stößt, wo die Göttin Kali sehr furchterregend aussieht, eine lange ausgestreckte Zunge hat und die Augen sind so ein bisschen verdreht und sie hat ein Tigerfell und einen Dreizack. Und es wird, man kann manchmal sehen, wie unter ihr irgendwelche Dämonen mit Waffen noch durchbohrt werden. So, jetzt klingelt hier gerade ein Telefon, unpassend. Das tolerieren wir einfach. Und ja, das ist die Göttin Kali in einer dieser furchterregenden Formen. Ja, ich kann mich auch einmal erinnern, da waren wir einmal auf dem Fort Amber. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist in Rajasthan, so eine Festung in der Nähe von Jaipur. Und das haben wir besucht. Das ist schon über 20 Jahre her. Und unterhalb dieses Forts gab es einen Durga-Tempel. Und wir dachten, ja, da ist ja richtig Betrieb. Lass uns mal gucken, was da läuft. Und dann sind wir da hingegangen. Und ja, da war dann diese Göttin Durga auch auf dem Altar, aber es war eine ganz seltsame Atmosphäre dort und wir sahen gerade, wie so ein Geschäftsmann im Anzug, der opferte Whisky, also Schnaps, und besprenkelte den Altar mit Whisky. Und wir haben gedacht, irgendwie ist das seltsam hier, und da war auch davon die Rede, dass es war auch alles so seltsam gekachelt, so gefliest, und dann wurde uns gesagt, ja, nachher wird hier eine Ziege geopfert, und wir haben gesagt, also Wir sind hier raus. Wir sind raus. Und dann sind wir auch schnell rausgegangen. Das war nicht unser Tempel. Ja, und da haben wir uns gefragt, Mensch, da hinten ist doch ein Vishnu-Tempel. Da sind wir dann hingegangen. In diesem Dorf gleich daneben gibt es einen wunderschönen Vishnu-Tempel. Der heißt Jagat Shiromani-Tempel. Wir haben auch richtig Freundschaft geschlossen mit dem Pujaris, mit der ganzen Familie. Jedes Mal, wenn wir dorthin kommen, erinnern die sich an uns. Obwohl einmal war der Abstand 10 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Nach 10 Jahren kamen wir wieder und die haben uns umarmt und begrüßt, als wäre das gerade letzte Woche gewesen. Ja, also hier finden wir solche Menschen. Dann finden wir Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, die auch Halbgötter verehren, aber in einem anderen Modus, eben in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, nicht ganz so blutrünstig und so wirr und mit Alkohol. Das wird hier nicht gemacht. Hier werden eben Halbgötter wie Brahma, Shiva, Surya, Ganesha und ähnliche Gottheiten aufgezählt. Und eben dann Menschen in der Erscheinungsweise der Tugend neigen dazu, die Vishnu Tattva-Formen zu verehren, wie Narayana, Damodar, Vamana, Govinda und Adokshacha wird hier beschrieben. Und am Schluss heißt es, die qualifizierten Brahmanas verehren die Vishnu-Tattvas in der Form des Shalagrama-Shilas. Und so verehren im Allgemeinen auch die Angehörigen der höheren Kasten, wie die Kshatriyas und Vaishyas, die Vishnu-Tattvas. Und ich weiß, dass der Jayadev, der hat auch einen Shila zu Hause auf seinem Altar, einen Govardhan-Shila. Vielleicht kannst du uns mal in den nächsten Tagen mal zeigen, Jayadev.
Ja, sehr gerne. Giriraj ist immer für einen Darshan zu haben. Okay. Prima. Ja, ich weiß nicht, wir können weiter fortfahren, es sei denn, euch fällt auch noch etwas Interessantes zu dieser Erläuterung ein. Nitaigunamani zum Beispiel, hättest du vielleicht da noch den ein oder anderen Gedanken? Mir fällt noch diese Geschichte ein. Ich glaube, das war mit Jadabharat, oder? Wo er sogar geopfert werden sollte zu einer Form von Kala Bhairava, glaube ich. Also er wurde dann irgendwann entdeckt von ein paar Herren, die nach einem geeigneten Opfer Ausschau hielten für ihre Göttin. Und sie waren begeistert, Jadabharat zu finden, weil er war komplett, er hatte alle Gliedmaßen, was für ein erfolgreiches Opfer vonnöten war. Und weil Jadabharat auch alles als Fügung Krishnas ansah, ließ er sich auch einfach mal mitnehmen. Und ja, sie machten ihn dann fertig vor dem Altar und wollten ihn dann zu... weiß nicht genau, was jetzt genau ihr Name war, ihre Bezeichnung, aber es war definitiv die Frau von Shiva. Mhm. Und, sie war aber nicht damit einverstanden, weil sie wusste, dass er ein großer Gottgeweihter war. Und diese Personen, die wollten halt wirklich Jadabharat ihr opfern, also ein Menschenopfer ausführen. Und das ließ sie also nicht zu, und in dem Moment, wo sie ihn, ich glaube, enthaupten wollten, ist sie dann wirklich aus ihrer Deity-Form herausgebrochen sozusagen und hat ein unglaubliches Blutbad angerichtet. Wow. Also solche Sachen erfahren wir auch im Srimad Bhagavatam, das kommt dann noch. Also ja. Man sollte sich nicht mit Kali unnötig anlegen. Nee, vor allem, weil wir hier auch wirklich sehen, auch die Halbgötter sind Gottgeweihte, ne? Mhm. Die Krishna verehrt. Manchmal vergessen sie das auch. Wir haben gestern auch gehört von Indra. Ne? Da hat er sich dann sogar auch gegen Krishna gewandt. Aber ja, solche Geschichten werden uns auch noch über den Weg laufen im Bhagavata. Super. Blutrünstige Halbgötterverehrung. Wahnsinn. Ja, ja, okay. Prima, danke. Und ja, Jayadev, hast du da vielleicht noch irgendwie einen Gedanken? Ja, ich finde, man sieht hier deutlich, wie unterschiedlich die Menschen beeinflusst werden, ja, an der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Es gibt einfach da eine Neigung, das lesen wir auch im Bhagavatam, in der Bhagavad Gita im 17. Kapitel. Es gibt einfach eine Neigung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, sich eher an die Geister und Gespenster zu wenden, ja, mit seiner Verehrung, mit seiner Ausrichtung aufgrund des Einflusses der Natur. Und dass wir, wenn wir stark von Leidenschaft getrieben sind, dass wir da eher nach materiellem Gewinn streben und dementsprechend Verehrung ausrichten. Und das heißt ja, dass im Kali-Yuga wir vor allem durch die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit beeinflusst werden. Ja? Das heißt, da ist unsere Ausrichtung irgendwo zwischen materiellem Gewinn und Verwirrtheit im Grunde. Und da ist es essentiell, rauszufinden, okay, welche Verehrung ist denn in unserem eigentlichen spirituellen Sinne, was uns hier Srila Prabhupada auch in der Erläuterung deutlich macht. Ja, also wir haben einen Freund, der hatte mal in Bochum in einer Wohnung gewohnt und hatte einen Radha Krishna, hatte so Radha Krishna-Deities in seinem Wohnzimmer, hat er immer schön verehrt. Und dann hat er uns erzählt, er hat unterhalb hatte einen Nachbarn gehabt und den hat er auch immer ganz freundlich gegrüßt. Die waren sich irgendwie sympathisch. Und irgendwann kam so der Tag, da hat der Nachbar unten gesagt,
Ja, bei euch riecht das immer so angenehm. Ja, wir haben so Räucherstäbchen an und so. Ah, interessant, was macht ihr da? Ja, so, wir haben da einen Altar, Radha Krishna. Okay, ja, das ist ja interessant. Ich habe in meinem Wohnzimmer habe ich einen Satansaltar. Also ich verehre Satan. Und dann hat er ihn eingeladen, haben sie sich gegenseitig auch mal eingeladen und dann ist er da in seinem Wohnzimmer. Und dieser Satansaltar, der stand exakt unter dem Altar von Radha Krishna. Und tja, das ist eine bizarre Geschichte, fand ich. Aber der Radha Krishna-Altar war zumindest schon physisch oberhalb angeordnet. Das war schon mal interessant. Also Krishna hat es so arrangiert, dass die Wohnung ein Stockwerk höher war. Also man konnte optisch schon erkennen, wer wo steht. Naja. Wer der Chef ist. Wer der Chef ist, genau. Ne? Und ja, manchmal darf man es auch nicht allzu ernst nehmen mit diesem Satanskult. Manchmal glaube ich, ich habe sogar manchmal das Gefühl, ja, zumindest kommen die Leute mal auf die Idee, dass es höhere Wesen gibt. Ja? Ob die jetzt so in jeder Hinsicht gut sind, darüber kann man dann später nochmal sprechen. Aber sie kommen auf die Idee, dass es höhere Wesen gibt, dass sie nicht das Nonplusultra an Macht sind. Und dann, wer weiß, vielleicht kann man solche Leute dann auch mal sagen, tja, es gibt da noch höhere Wesen außer als Satan, die weitaus positivere Segnungen erteilen. Ja, also ich denke, wenn ich solche Leute treffe, dann sehe ich das immer noch relativ entspannt. Also ich glaube, man kann solche Leute noch relativ entspannt antreffen. Es sei denn, da gibt es natürlich auch wirkliche Freaks, die dann da sich gegenseitig da Leid zufügen. Habe ich mal gehört, dass es solche Sachen gibt. Das ist natürlich dann nicht mehr. Dann hat diese Verehrung tatsächlich gefruchtet. Aber so weit muss es ja nicht immer unbedingt kommen. Ja, hier sehe ich im Chatfenster, Manuel, du hast hier was geschrieben. Spreche es uns doch mal ins Mikrofon. Pflanzen. Ja, gerne. Also ich betrachte manchmal das Ganze ein bisschen noch durch die biblische Brille. Und da ist mir aufgefallen, also was du gesagt hast, dieses Beispiel mit Ziegenopfern im Durga-Tempel, das erinnert mich irgendwie an das Alte Testament, wo ja die Leute auch Tiere opferten. Und ja, ich finde das irgendwie ein schlimmes Gottesbild. Also dass man das Gefühl hat, dass jetzt Gott oder die Götter durch das Ermorden von Lebewesen zufriedengestellt werden müssen. Also es ist wirklich eine ganz tiefe Bewusstseinsstufe. Also offenbar waren die alten Israeliten auch in dieser Stufe der Ignoranz, wie es ausschaut. Ja, das kann man, glaube ich, überall auf dem Planeten sehen, dass so eine Vorstellung überall geherrscht hat von den alten Azteken bis, also wahrscheinlich auf irgendwelchen einsamen Inseln im Pazifik findet man ähnliche Ideen, dass man da gibt es zum Beispiel einen Stamm, habe ich gehört, an der Ostküste Brasiliens, ein Indianerstamm. Da gab es Überschwemmungen immer und die waren der Meinung, wir müssen einmal im Jahr mit einem Boot rausfahren in den Ozean und ein neugeborenes Säugling einfach ins Meer werfen, um diesen Ozeangott zufriedenzustellen, damit diese Überschwemmung nicht kommt. Ja, also wir finden diese Idee, dass man irgendwie etwas opfert, etwas, was einem sehr, also ein Baby ist einem ja viel wert normalerweise. Und diese Vorstellung, ich opfere etwas, was wertvoll ist, um dadurch jemanden zufriedenzustellen. Oder ein Tier zu opfern, da verstehen die Leute schon, irgendwie ist das Leben, das ist wertvoll. Und wenn ich das jetzt opfer, ja, dann zeige ich diesem höheren Wesen, dass ich es ernst meine. Also diese Vorstellung steckt da wahrscheinlich hinter. Und ja, da hilft, glaube ich, einfach nur echtes spirituelles Wissen,
aus der Bhagavad Gita, aus dem Srimad Bhagavatam, dass man solchen Leuten erklärt, wenn es ein wirklich gutes Wesen ist, was du verehrst, also wenn es wirklich gut ist, wenn es es gut meint, dann meint dieses Wesen es mit allen gut. Dann ist dieses Wesen nicht parteiisch. Zum Beispiel sagt Krishna in der Bhagavad Gita, Samoham Savabhuteshu Namedveshyosti Napriyaha. Ich beneide niemanden, noch bevorzuge ich irgendjemanden. Ich bin allen Lebewesen gleichgesinnt. Und auch im 5. Kapitel am Ende heißt es Bhaktaram Yakya Tapasam Savaloka Maheshwaram. Und jetzt kommt Suridam Sarvadehi, Suridam Sarvabhutanam. Ganz wichtiger Abschnitt in diesem Vers. Ich bin der Wohltäter und wohlmeinende Freund Sarvabhutanam. Und dieses Wort Bhutanam heißt Wesen und Sarva heißt alle. Also da ist keiner ausgeschlossen. Da sagt Krishna nicht, dass er einen bestimmten Stamm nur bevorzugt oder ein bestimmtes Volk oder eine bestimmte Rasse oder Spezie. Also den Menschen gegenüber bin ich wohlgesonnen, aber die Tiere sind mir ziemlich egal, her mit den Opfern. Sowas hören wir nicht von Krishna. Überall finden wir das nicht. Weder in der Bhagavad Gita noch in allen 18.000 Versen des Srimad Bhagavatams hören wir nicht ein einziges Wort von so einer Idee. Und das muss man den Menschen einfach klar machen. Wenn ihr ein höchstes Wesen verehrt, dann muss dieses Wesen allgut sein. Das kann nicht sein, dass ihr es zufriedenstellt auf Kosten eines anderen Lebewesens, das dadurch Leid erfährt. Und sobald dieser Gedanke entsteht, ein anderes Wesen muss leiden, damit ein höheres Wesen zufriedengestellt wird, befinden wir uns buchstäblich schon in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Also Leid wird schon erzeugt und Leid kann nur von einer Religion erzeugt werden, wenn die Erscheinungsweise der Leidenschaft dort mit beinhaltet ist. Das ist unsere Aufgabe, denke ich. Das ist die Aufgabe der Vaishnavas. Srila Prabhupada hat es sich auch auf seine Fahnen geschrieben. Ihm ging es gar nicht darum, zum Beispiel Christen irgendwie zum Krishna, also im klassischen Sinne zum Krishna-Bewusstsein zu bekehren, dass sie jetzt den Jesus von ihrem Altar nehmen und dort Radha Krishna-Detis raufstellen oder so. Das war Srila Prabhupada, das war nie Srila Prabhupadas Idee, hat immer Jesus sehr, sehr wertgeschätzt. Sogar im Srimad Bhagavatam gibt es Erläuterungen, wo über Jesus gesprochen wird als großer Geweihter. Wenn er mit Christen zusammengekommen ist, dann hat er immer versucht, die Christen von dieser Reise runterzubringen. Das Töten ein Teil, also dass dieses Töten um einen Genuss zu erfahren, dass das kein Teil einer erhabenen Religion sein kann. Das ist eben die Aufgabe. Ich denke, das können tatsächlich nur die Devotis können das so vermitteln. Mir fallen jetzt nicht viele andere Leute ein, die das auch verstanden haben und das auch kommunizieren können. Manuel, du schreibst hier noch was weiteres, wo wir gerade dabei sind. Du schreibst hier. Soll ich es kurz erläutern? Ja. Ja, du hast noch etwas gesagt wegen Satanismus, wegen diesen Leuten mit dem Satan-Altar. Also echter Satanismus sozusagen, das hat eigentlich gar nichts zu tun mit irgendwie Verehrung von Satan oder einem höheren Wesen. Nihilistische oder hedonistische Philosophie. Also es gibt ja eine sogenannte Satansbibel, wo es heißt, tue, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Also das ist im Prinzip das Gegenteil der Verehrung Genuss sagen. Okay. Ja, also ich persönlich habe mich jetzt nicht mit allen Details dieser Satan-Verehrung beschäftigt. Das kann gut sein.
Wobei also diese Person da in dieser Wohnung, die hatte da wohl doch noch ein anderes Verständnis. Also ich kenne tatsächlich Leute, die da dann so eine Zeremonie machen, die das einfach witzig finden, da so ein höheres Wesen zu verehren. Und da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Gruppen, wie wir verschiedene Vaishnava-Gruppen haben, haben vielleicht die Satanisten auch verschiedene Gruppen, keine Ahnung. ja, genau. Ich denke, da kann man auch solchen Leuten eventuell mit dem Krishna-Bewusstsein, kann man denen vielleicht auf die Sprünge helfen. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie der Nitai Gunamani hat immer gerne diesen Vers zitiert in den letzten Tagen: Akamo Sarva Kamo Va Moksha Kama Udaradi. Egal, was du für Wünsche hast, am Ende solltest du davon überzeugt sein, dass alle Wünsche erfüllt werden, wenn du die höchste Persönlichkeit Gottes verehrst. Vielleicht kann man solche Satansverehrer auch davon überzeugen, du magst hier diese und jenen Wünsche haben. Verehre doch gleich den Höchsten und dann wirst du auch am Ende zufriedengestellt werden. Ja, ich würde sagen, ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben jetzt nach halb. Ich denke, wir machen hier einfach einen Zwischenstopp und fahren morgen weiter fort und können uns ja nochmal den nächsten zwei Versen des Shikshastra, des Damodar Ashtaka-Verses kurz mal zuwenden. Ich blende euch das mal ein. Und zwar hatten wir gestern Vers 3 und 4. Heute nehmen wir Vers 5 und 6. Und dafür lese ich euch kurz die, ich lese euch kurz vor, worum es da geht. Einen kleinen Moment. O Herr, dein Lotusantlitz, das von den wundervollen Locken deines weichen Haares umspielt wird, welche eine Spur von Rot aufweist, wird von Mutter Yashoda immer und immer wieder geküsst. Auch deine Lippen besitzen eine rötliche Farbe, genau wie die Bimbafrucht. Möge dieses herrliche Bild deines Lotusgesichts immer in meinem Herzen wohnen. Tausende und Abertausende von sonstigen Errungenschaften werden alsdann für mich völlig wertlos werden. Und der sechste Vers: O höchste Persönlichkeit Gottes, ich erweise dir meine Ehrerbietungen. O Damodar, O Ananta, O Vishnu, O Meister, O mein Herr, bitte sei mir gnädig, indem du deinen barmherzigen Blick auf mich richtest, befreie bitte diesen armen, unwissenden Narr, der in einen Ozean weltlicher Sorgen gefallen ist, und offenbare dich bitte meinen Augen. Idang te mukambo jam atyanta nilai vritam kuntalai sniktai raktaisha gopya idang te mukambo jam atyanta nilai vritam kuntalai sniktai raktaisha gopya Mohushchumbitam bimbaraktadarang me Manasya virashtam alang lakshalabhai Mohushchumbitam bimbaraktadarang me Manasya virashtam alang lakshalabhai Dampen Namo Deva Dhammo Dharananta Vishnu Prasida Prabho Dukha Jalapti Magnam Namo Deva Dhammo Dharananta Vishnu Prasida Prabho Dukha Jalapti Magnam Kripa drishti vrishchati dinam batanu Griha nesha mam agyam adakshi drishya Kripa drishti vrishchati dinam batanu Griha nesha mam agyam adakshi drishya
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Super, vielen Dank für euer Mitsingen und dann sehen wir uns morgen. Ah ja, morgen ist unser berühmter Quiz-Show-Donnerstag. Morgen schalten wir keine YouTube-Kamera ein, also alles bleibt unter uns. Und morgen kann sich jeder eine Quizfrage ausdenken aus den vorangegangenen fünf Tagen, die wir hier Stoff durchgesprochen haben, entweder direkt aus den Versen, aus den Erläuterungen. Ihr könnt euch aber auch die Folgen nochmal anhören und vielleicht irgendetwas daraus fischen und uns morgen in Verlegenheit bringen mit irgendeiner Quizfrage. Das machen wir jetzt schon seit einigen Wochen, jeden Donnerstag. Ich finde das immer sehr lustig. Und man kann eben auch bei sich selber mal gucken, ob man auch ein bisschen aufgepasst hat. Also, morgen 8 Uhr, Quiz-Show Donnerstag. Wir sehen uns. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.